So, Puzzle ist rum. Weiter geht's. Jetzt aktivieren. Abrissexperten-Modulaktualisierung. Das Zentralgerät ist jetzt angreifbar. Okay. Das hätte ich vorher wissen müssen. Ich hätte vorher mal lesen sollen. Nein. Nein. Ich will nur dem Weg folgen. Aber du warst doch diese kleine blaue Ecke, die ich vorhin gesehen habe. So, da wollen wir doch mal gucken, was uns hier erwartet. Wurzeln, was denn sonst? Riss mein Lichtschwert! Hab dich! Tot. Ja, tot. Da kommt sie. Hallo, 5, 5. Hä? Die Wurzel ist noch da, aber es bis... Okay. Okay. Naja, komm. Scheiß drauf. Wie wenig Damage kriegt der denn bitte schön? Der heilt sich mir, der Drecksack! Alter, aber wie schnell der sich heilt! Hier gibt's nichts, was ich machen kann, damit der... Wow! Wie lange soll ich noch auf den einprügeln, bis der down ist? Kira, komm mal mit. Wir müssen das anders machen. Der heilt sich zu schnell hoch. Hör mal auf. Kira. Geht doch. Genau, heil mich mal. Jetzt rennt die wieder dahin. Kira. Geht doch. Geh mal auf Schaden, bitte. Wir sind immer noch im Kampf. Warum? Hör mal auf! Komm mal raus! So, wir gehen nochmal rein. Kira, du gehst jetzt mal bitte auf Schaden. Weil das kann ja nicht sein, dass wir gegen das Viech so ablosen. Das ist ein Level 56er Vieh. Los, Kira, streng dich an! Alter, er ist schon wieder voll! Aber jetzt! Los, Kira, streng dich an! Ich lenk ihn ab! Hilfe! Ich bin tot.
Und der ist wieder voll. Alter, komm, ey, das ist doch... Nö. Nö. Und ich muss den besiegen, hä? Wie mache ich denn das? Reden können wir später. Erst okay. Sollten wir vermutlich die Galaxis retten. Aber wie bekämpfe ich das Biest? Der heilt sich ja übelst schnell hoch. Hier gibt's nichts, was ich anklicken könnte. Das ist creepy. Die Kira das alleine schafft. Greift den mal an, bitte. Scheiße, wie kriege ich das hin, dass die den angreift? Ohne dass ich was machen muss. Ah, so hier. Los, Kira! Au. Bin ich mal gespannt, weil Kira baut den ganz schön runter. Aber ich baue jetzt den sowas von runter. Jetzt heilt er sich. Wie kriegt man das Biest denn down? Auf die Festung, bla bla bla. In einer dieser Quellen ist in einem entartete Pflanze überwucherten Gebiet zu finden. Besiegung der Beste an den Wurzeldiefen. Aber wie mache ich denn das? Ich habe halt nichts, damit ich hier irgendwie. Irgendwie Verstärkung oder so rufen kann. Wie besiege ich denn das Biest? Ich muss erstmal aus dem Kampfgeschehen raus hier. Akira als Tank einsetzen bringt ja auch nichts. Es geht da nur auf Heilung. Ich bin zurück. Wie besiege ich das Biest? Spezies. Butorium Biest. Habe ich hier nicht mal drinne stehen. Wow. Hier, Bestarium. Da auch nicht drin stehen, hä? Was? Ich, nee, ich will keine Gilder stellen. Danke.
könnte man das Biest am besten wegballern? Mit Feuer. Hüllt dein Schwert in feuchtes Plasma und Vorsicht sofort. Elementarschaden zu sich. Hey, jetzt ist hier so eine Tentakel. So schnell stirbt niemand. Heilt sich sofort das Biest. Das Biest heilt sich sofort wieder voll. Irgendwas muss man doch machen können. Dann heilt sie sofort wieder hoch. Wie könnte man das platt machen? Ich müsste mal meine Sachen wieder reparieren. Aber ich verstehe das nicht. Wie könnte man das denn platt machen? Das heilt sich zu schnell wieder hoch.
Nee, also beim besten Willen. Nee, ich kämpf mich hier dumm und dämlich bei dem Biest. Nee. Das geht einfach nicht. Wie soll man das drunter klatschen können? Wenn sich das schon bei 90% anfängt zu heilen. Kira mit Schaden bringt nichts, da gehen wir bei Zeiten down. Ich einfach nicht so eine krasse Medikits hab. Geht einfach nicht. Mal gucken, ob die da vorne irgendwas wissen oder haben. Ist ja nicht irgend so ein Händler-Fuzzi? Hier drinnen. Sanitätsdruide. Ich hab Post. Rufhändler, Jedi-Meister. Gibt's hier einen Briefkasten? Modifikations... die brauche ich gar nicht. Ja, Briefkasten. Und das? Ah. Kann ich das auch selber lesen? Bestimmt nicht. Das nenne ich mal ein Geschenk. Ich weiß. Aber ich will jetzt trotzdem wissen, wie ich das Viech runterkloppe. Beschwerden. Rakul-Impfstoff, bereitgestelltes Krypto-Pack, Medipack. Benutzen stellt. Oha! Aber warte mal, jetzt ist es genauso. Erhöht 60 Minuten lang die Beherrschung um 240 und die Angriffskraft um 99. Machen wir jetzt einfach mal das. Dahin. Und wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxie. Ja, nee, lass mal. Überzeugt euch selbst. Jo, danke, dass du die für mich ablenkst. Nix für mich, okay. Aber das ist schon creepy. Wir versuchen das jetzt mal mit den Stimpacks. Kira bleibt erstmal weiter auf Heilung. Korrumpierte. Ich google aber auch vorher mal ganz kurz. Ist zwar gerade doof.
Wie heißt das Biest? Korrumpierte. Korrumpierte Botrium. Bestie. Allein Musik ist da. Genau, da haben wir doch schon mal was. Naja, ich muss auch austappen, so. Interessant zu wissen. Also hier müssen irgendwo Tentakel auftauchen, diese Opfer. Aber ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe einfach null. Kann doch nicht sein. Es tauchen keine Tentakel hier auf. Jetzt lass mich doch mal hier. Die heilt sich sofort wieder voll. Geht nicht, okay. Zieht von mir Energie ab, um sich zu heilen. Will das? Ja, nee, ist klar. Okay, im Internet steht, man soll die unterbrechen. Ah ja, weil sie einen Tentakel ruft. Interessant ist, ich sehe keinen einzigen Tentakel auftauchen. Die heilt sich einfach so voll. Nee. Einfach nee.
Was ist ein Heldenmoment? Was ist Heldenmoment? Ich will das jetzt wissen. Gibt's gar nicht. Hä? Was ist denn Heldenmoment? Was ist Heldenmoment? Guide. Ach, Gilde. Codex. Was ist Heldenmoment? Ey, jetzt muss ich das auch noch googeln, oder was? Okay. Hier soll es irgendwo einen Heldenmoment geben, habe ich gesehen, ja? Wo? Gibt's gar nicht. Stammbaum? Hä? Was war denn das? Okay. Okay. Ach du Scheiße. Ach, hier sieht man noch die ganzen Datacron. Oh, ah. Jetzt will ich aber trotzdem den Heldenmoment wissen. Wo ist der? Okay.
Doch, das war dann hier. Emote, Buff, Heldenfähigkeit. Ist das das? Gewährt einen Charakter in deinem Vermächtnis den Einsatz der Fähigkeit Vermächtnis Machtschwung und das Vermächtnis, die nur aktiviert im Moment eingesetzt werden kann. Die nur bei aktiver Freischein als Klassenmacht werden jetzt die Effekte von Machtstärke zusätzlich zu ihren eigenen Effekten. Okay. Freischein kann das aber nicht runterziehen. Aber interessant, dass es da noch Haufen anderes Zeug gibt. Habe ich gar nicht gewusst. Interessant, interessant. Ah ja, komm, hör mal auf. Ich würde das gerne mal anschalten. Ne? Hallo. Jetzt ist sie wieder auf Heilung. Die sollte doch auf... Oh, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, einmal nee. Ich hab so langsam keinen Bock mehr drauf. Aktiviere ich das denn? Mann, ey. Was will ich mit Gefährtentanz? Wie setze ich das ein? Nach Freischaltung für alle Charaktere verfügbar. Ja, aber... Wo? Das hab ich hier nirgendwo.
Wie heißt das? Ich hab das nirgendwo. Die Macht vereint dich und deinen Gefährten, wodurch ihr beide 15,50% weniger Schaden erleidet. Erfordert einen aktiven Gefährten. Oh. Ups. Ein eigenes Raumschiff. Ruf deine Fähre für die Imperatrice mit deinem eigenen Raumschiff. Gefährten wiederbeleben. Warum habe ich denn das hier zweimal? Jetzt habe ich das hier halt aktiviert. Toll. Aber ich verstehe das trotzdem nicht. Ansonsten muss ich halt wirklich auf Darko erst einmal warten, ne? Schadenbonus. Ganz ehrlich, ich versuch's jetzt noch einmal. Dann renne ich einfach mal wirklich komplett weg jetzt hier. Akira kriegt das alleine auch nicht mehr hin. Die hatte das vorher schon auf 50% runtergehauen. Ja, geht nicht. Und da tauchen keine fucking Tentakeln auf. Geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Und es kotzt mich an. Mann, ey. Ich bin zurück. Ich fahre jetzt erstmal woanders rum. Ich guck mir jetzt erstmal das hier an. Vielleicht gibt's irgendwo einen Hinweis oder so. Keine Ahnung. Aber das ist ja nicht mehr normal, dass man das nicht hinkriegt. Alter Schwede, ey.
Natürlich. So, hier ist ein Aussichtsturm. Oh ne, ich bin da ganz woanders. Bitte was? Wie ich denn jetzt? Natürlich! Ach komm! So schnell stirbt niemand. Hallo! Wie viel Leben? Nee. Einfach nee. Das kann doch nicht sein. Was ist das da? Was? Bitte was? Schreckenspalast, ja. Da muss ich ja rein irgendwann. Ah ja. Okay. Ich verstehe das einfach nicht. Ein Eik versteht das einfach nicht. Nein! So schnell stirbt niemand. Ey, ernsthaft? Wollt ihr mich ganz verarschen jetzt? Ich mag den Planeten überhaupt nicht. Der ist mal sowas von räudig. Einfach nee. Einfach nee. Man kriegt das Viech nicht kleine. Man ist instant down, weil die auf einmal von 19.000 auf 119.000 Leben kommen und die in One hitten. Nee. Einfach nee. Das kann doch echt nicht sein. Ach, halt die Klappe, du komisches Monster. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das da?
Was ist das? Ich habe halt immer noch nicht alles aufgedeckt. Ich würde gerne alles aufdecken. Danke. Gegen die kämpfe ich jetzt. Wenn sie sich jetzt auch die ganze Zeit heilen, ne? Nö, macht sie komischerweise nicht. Das ist die nächste Geobestie. Okay, gegen die werde ich nicht nochmal kämpfen. Da, wieder taufrisch. So. Haben wir ja fast den ganzen Planeten aufgedeckt. Hier hinten wird nämlich die nächste Energiequelle sein, so wie das aussieht. Oh Mann. Ich würde gern in diese Richtung wollen. Und da hinten noch das letzte Stück aufdecken. Zwar werde ich hier keine große Hilfe mehr erwarten. Können, aber trotzdem. Einfach mal aufdecken. Hallo, lässt du mich mal bitte da hoch? Komm, ich krieg das hin, dass ich hier hochkomme. Sag ich doch. Man kann immer irgendwo ein bisschen tricksen. Außer hier anscheinend. Hi. Ja, nee, da will ich nicht hin. Auf.
Müsste ich ja gleich... Ja, ich bin gleich da an der Stelle. Gut. Ja. Jetzt habe ich alles aufgedeckt. Ja? Ja. Ja. Gut. Aufgedeckt haben wir jetzt alles. Aber ob ich jetzt auch noch weitermache, ist die andere Frage. Weil ich muss ehrlich sagen, das ist mir zu blöd mit dem Ehenviech. Das ist mir ein bisschen zu blöd mit dem Ehenviech. Ja, nö, lass mich mal in Ruhe. Ja, nö, nein. Wow, was war das denn? So schnell stirbt niemand. Oh, Kira ist am Kämpfen. Lull. Da ist er. Jetzt hier einfach nur zurück, da wo die Kommandozentrale ist, und ja, dann keine Ahnung, wie ich weiter verbleibe. Ob ich auf dem Planet weitermache oder ob ich. Oder Daku muss mir halt wirklich helfen. Geht ja dann nicht anders. Dann würde ich aber sagen, ich beende den Stream jetzt hier.